Das Stück handelt von einem Mann, der ganz unten steht, auf der Schattenseite der Gesellschaft. Er ist seiner Armut rettungslos ausgeliefert und deswegen muss er jeden Job annehmen, den er irgendwie kriegen kann und muss sogar als Proband für medizinische Versuche zur Verfügung stehen. Damit ruiniert er seine psychische Gesundheit, entwickelt eine Psychose, hört Stimmen. Das ist zunehmend anstrengend für seine junge Frau, die ihn eigentlich liebt, die er liebt, aber sie kann es irgendwann nicht mehr so richtig ertragen, diesen Mann neben sich. Und er stürzt sich in eine Affäre mit einem Musiker, Wojciech, kriegt mit, dass seine Frau eben diese Affäre hat, wird eifersüchtig und die Stimmen befehlen ihm, seine Frau zu erstechen, und das tut er dann auch. Du bist doch hirnwütig! Du hast es doch sehen können! Aber du siehst aus wie die Unschuld! Nee, nicht wie die Unschuld! Du hast ein Zeichen an dir! Jeder Mensch ist ein Abgrund! Es schwindelt einen, wenn man hinabsieht! Uns interessiert an dem Stoff besonders, dass ein Mensch zum Objekt gemacht wird, dass er in einem Räderwerk eingespannt ist. Und da gibt es bei uns in der Gesellschaft vor allem den Gedanken, den Bezug des Dienstleistungssektors, wo Menschen ja auch im Grunde wie freie Verfügungsmasse herumgeschoben werden. Die Inszenierung ist ein Trip, ein surrealer Trip, eine Geisterbahnfahrt durch eine Welt, die man nicht verstehen kann. Und zugleich, und das ist schräg und irritierend, gibt es halt auch Komik und Satire und burleske und groteske Elemente, die Büchner da reingeschrieben hat. Und in dieser Brüchigkeit, wie wir, wenn wir ehrlich sind, Wirklichkeit auch erleben, ist dieser ganze Abend auch angelegt.